Heute lade ich dich zu einem dynamischen Yoga-Flow ein, der den Stoffwechsel ankurbelt, Stress reduziert und somit positiv auf dein psychisches und physisches Wohlbefinden wirkt. Wir beginnen im Sitzen mit der Feueratmung Kapalabhati. Dafür atmest du normal durch die Nase ein und aktiv durch die Nase aus. Der Bauchnabel zieht dabei nach innen und das Ganze hört sich ungefähr so an. Für die erste Runde atme bequem durch die Nase ein und dann beginn mit der Feueratmung in deinem eigenen Tempo. Fünf, vier, drei, zwei. Atme aus und halte die Luft an. Bleib in der Atempause. Zieh dein Kinn leicht zurück. Vielleicht spürst du ein Vibrieren im Körper. Und dann atme wieder ein. Atme ein paar Mal zwischen. Und für die zweite Runde atme wieder bequem durch die Nase ein. Und beginn mit der zweiten Runde Kapalabhati. Fünf, vier, drei, zwei und atme alle Luft aus. Atme tief ein und halte die Luft wieder, diesmal in der Atemfülle. Atme aus und finde wieder zu einem normalen Atem. Komm in den Vierfüßlerstand. Bring dein Gesäß zu deinen Fersen, komm in die Kindhaltung. Schieb fest in die Hände, stell deine Zehen auf und dann streck die Beine für den nach unten schauenden Hund. Beug deine Beine abwechselnd, schüttel den Kopf von rechts nach links. Und dann finde langsam in einen ruhigen, stabilen nach unten schauenden Hund. Einatmen, beug die Beine und dann tippel mit deinen Füßen zu deinen Händen. Komm auf die Fingerspitzen, zieh den Rücken lang, schau nach vorne. Und ausatmen, tauch tief in die Vorbeuge und bring den Oberkörper zu deinen Beinen. Einatmen, beug die Beine, lass den Rücken gerade und dann komm nach oben zum Stehen. Bring die Hände über deinem Kopf zusammen und über die Gebetshaltung bring deine Hände an deine Seite. Komm in die Berghaltung, Tadasana. Einatmen, bring die Hände über deinen Kopf. Ausatmen, beug dich tief. Einatmen, komm auf die Fingerspitzen, Rücken lang. Ausatmen, zwei Schritte zurück, nach unten schauender Hund. Atme hier. Beug die Beine und einatmen, mach zwei große Schritte nach vorne zu deinen Händen. Zieh den Rücken nochmal lang, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, komm nach oben zum Stehen, bring die Hände über deinen Kopf. Ausatmen, Tadasana. Einatmen, Hände über den Kopf. Ausatmen, tauch tief. Einatmen, bereite dich vor, Rücken lang. Ausatmen, zwei Schritte zurück, nach unten schauender Hund. Bleib hier. Mit der nächsten Ausatmung beugt die Beine, schau nach vorne. Und einatmen, zwei große Schritte nach vorne, zieh den Rücken lang. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, komm zum Stehen, Hände über den Kopf. Ausatmen, Tadasana. Einatmen, Hände über den Kopf. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmung, bereite dich vor. Ausatmen, Hund. Einatmen, streck dein rechtes Bein weit nach hinten und oben.
Ausatmen, bring dein Knie zur Brust. Einatmen, streck das Bein nach hinten und oben. Ausatmen, Knie zum rechten Ellenbogen. Bein wieder strecken, Knie zum linken Ellenbogen. Bein zurück in die Luft und setz den Fuß auf der Matte ab. Bein nochmal in die Luft und dann beug dein Knie und öffne deine Hüfte zur rechten Seite. Und dann schwing dein Bein nach vorne zwischen die Hände. Steig mit links dazu, zieh den Rücken nochmal lang. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Einatmen, bring die Hände über den Kopf. Ausatmen, Tadasana. Einatmen, Hände über den Kopf. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen, streck jetzt dein linkes Bein nach oben in die Luft. Ausatmen, Knie zur Brust. Einatmen, Bein lang. Ausatmen, Knie zum linken Ellenbogen. Bein wieder lang, Knie zum rechten Ellenbogen. Streck dein Bein und dann setz den Fuß auf der Matte ab. Bring das Bein jetzt nochmal nach oben, beug es. Öffne dein Knie und deine Hüfte zur linken Seite. Schwing deinen Fuß nach vorne zwischen die Hände. Steig mit dem rechten Fuß dazu, zieh den Rücken nochmal lang. Tauch tief in die Vorbeuge. Einatmen, komm zum Stehen. Ausatmen, Tadasana. Einatmen, Hände über den Kopf. Ausatmen, Vorbeuge. Öffne die Füße hüftbreit und mit dem Zeige- und dem Ringfinger einer jeden Hand greif von oben deinen großen Zeh. Zieh den Rücken nochmal lang und mit der Ausatmung tauch tief, bring deinen Oberkörper Richtung Beine. Verlager dein Gewicht nach vorne, bring deine Schultern von den Ohren weg, deine Ellenbogen ziehen zur Seite. Löse die Finger wieder, beug die Beine und dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen. Einatmen, bring die Hände über deinen Kopf. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, zwei Schritte zurück in den Hund. Bring deine Knie auf den Boden, dein Gesäß auf die Fersen. Komm in die Kindhaltung. Streck die Beine wieder, komm nochmal in den Hund und dann lauf mit den Füßen zur Mitte der Yogamatte. Verlagere dein Gewicht vollständig auf die Füße. Der Oberkörper ist parallel zum Boden, deine Fingerspitzen berühren die Matte. Für den Krieger 3 aktiviere jetzt deine Beine, die Knie ziehen nach oben, dein Bauch ist fest. Einatmen, heb dein rechtes Bein gerade nach oben. Die Zehen sind geflext. Der Oberkörper ist parallel zum Boden. Und dann streck die Arme wie Flugzeugflügel neben dir aus. Senke deine rechte Hüfte etwas. Für den stehenden Spagat setz deine Hände vor dir auf dem Boden ab. Bring deinen Oberkörper Richtung Standbein. Und wenn du hier stabil bist, kannst du mit einer oder mit zwei Händen den Knöchel deines Standbeins greifen. Heb dein oberes Bein noch ein Stück weiter. Und dann setz beide Hände wieder auf den Boden ab. Beug dein oberes Knie und öffne jetzt nochmal die Hüfte zur rechten Seite. Einatmen hier. Ausatmung in einer Spiralbewegung, bring das Knie nach unten an die Außenseite deines linken Fußes. Setz das Knie nicht ab. Einatmen, bring das Knie nochmal nach oben, zieh dich hier auf. Ausatmung, Spiralbewegung, Knie Richtung Boden. Einatmen, Knie heben.
Ausatmen, Knie Richtung Boden. Einatmen, heben. Ausatmen, bring das Knie auf den Boden an die Außenseite vom linken Fuß. Setz dich zurück für den Drehsitz. Deine linke Hand ist hinter dir aufgestellt. Einatmen, heb deinen rechten Arm nach oben. Ausatmen, dreh dich zurück, schau über die linke Schulter. Löse die Haltung, dreh dich nochmal in die Gegenrichtung. Und dann schwing deine Beine zurück für den nach unten schauenden Hund. Lauf mit den Füßen wieder zu deinen Händen. Streck jetzt das linke Bein nach oben. Die Zehen sind geflext. Das Standbein ist aktiv, das Knie zieht nach oben. Für den Krieger 3, heb deinen Oberkörper parallel zum Boden. Bring deine Hände zur Seite. Handflächen zeigen nach unten. Dein Bauch ist aktiv. Schieb mit der großen Zehe deine Standbeins in den Boden, um stabil zu werden. Für den stehenden Spagat bring die Hände auf den Boden, zieh deinen Oberkörper zum Standbein, streck das obere Bein in die Luft. Greif auch hier wieder mit einem oder mit zwei Händen an dein Knöchel, wenn du kannst. Löst die Hände wieder, beug dein oberes Bein, öffne die Hüfte zur linken Seite und in einer Spiralbewegung bring das obere Knie an die Außenseite von deinem rechten Fuß, nicht absetzen. Einatmen, Spiralbewegung nach oben, ausatmen, Knie an die Außenseite vom unteren Fuß. Einatmen, Spiralbewegung nach oben, ausatmen, tief. Einatmen, hoch. Ausatmen tief und nochmal nach oben. Bring dein linkes Knie an die Außenseite vom rechten Fuß, setz dich in den Drehsitz zurück. Stell die rechte Hand hinter dir auf den Boden ab, zieh den linken Arm nach oben, dreh dich zu deiner rechten Seite, schau über die Schulter. Löse die Haltung auf, dreh dich nochmal in die Gegenrichtung. Schwing die Beine zurück für den nach unten schauenden Hund. Beug die Beine und dann spring nach vorne und komm zum Sitzen. Für die Stabhaltung streck deine Beine aus, flex die Füße, roll die Schulter nochmal zurück. Bring die Hände neben deine Hüfte auf den Boden. Zieh die Knie nach oben, dein Bauch ist fest und du bist hier in einer ganz aktiven Haltung. Und für die Vorbeuge Paschimottanasana greif jetzt deine großen Zehen oder die Außenseiten deiner Füße oder die Knöchel. Zieh den Rücken in die Länge und dann beug dich nach vorne. Schließ hier gerne die Augen. Dein Rücken ist lang und es ist hier gar nicht so wichtig, wie tief du mit dem Oberkörper Richtung Beine kommst, sondern dass dein Rücken lang bleibt. Löse die Haltung wieder auf, roll dich nach oben zum Sitzen, beug die Beine an, bring die Fußsohlen aneinander, sodass deine Beine eine Raute ergeben. Greif mit deinen Händen deine Füße und dann komm in eine runde Vorbeuge. Du kannst dir alle Anspannung loslassen, den Kopf sinken lassen. Roll dich wieder nach oben und dann komm auf deinem Rücken zum Liegen. Im sogenannten Happy Baby entlasten wir jetzt noch den Rücken. Bring deine Knie zu dir, greif mit deinen Händen von außen an deine Füße. Die Fußsohlen zeigen Richtung Decke. Bring die Oberarme an die Innenseite deiner Knie. Und wenn du magst, kannst du dich hier auch von links nach rechts bewegen. Den Rücken ausrollen.
Löse die Hände wieder, stell die Füße mattenbreit auf. Lass die Knie abwechselnd auf deine linke und auf deine rechte Seite fallen, in einer Scheibenwischbewegung. Komm wieder zur Mitte, lass die Knie aneinander fallen und leg deine rechte Hand auf den Bauch, die linke Hand auf dein Herz. Schließ die Augen. Spür hier nochmal in deinen Körper. Roll dich auf deine rechte Seite, mach dich ganz klein, komm in eine Embryo-Haltung, leg den Kopf auf deinem Arm ab. Und mit geschlossenen Augen komm nach oben zum Sitzen. Kreuz nochmal die Beine. Bring die Hände auf deine Knie. Zieh die Mundwinkel leicht nach oben. Schenk dir ein Lächeln. Nimm diese Entspannung in den restlichen Tag mit. Mein Name ist Stefanie, ich lebe seit 30 Jahren mit Typ 1 Diabetes. Ich bin Yogalehrerin und Illustratorin und wenn du Fragen hast, freue ich mich, von dir zu hören.